Die erste Party war bei Autohaus Anders. Da war ich ja noch im Vorstand und da haben wir die Party durchgeführt. Und heute ist das Ergebnis, es wird weitergeführt. Ja, es ist eine tolle Veranstaltung, besonders wenn man so coole Typen wie diesen hier trifft. Ne? Da ist das sogar international. Und da war endlich mal was zu lachen auch, ey, am Ende. Ja, ja, es war also wahnsinnig toller Comedian, wahnsinnig tolle Leute und alles für einen guten Zweck. Ne? Genau. Der Case, das gefällt selten Holländer, ne? Leider sind wir alle ja genau in diesen Momenten ein bisschen überfordert. Ich meine, gerade auf einmal das Gefühl, uns wachsen die Dinge doch so ein bisschen über den Kopf. Ich war ein bisschen skeptisch, weil Veranstaltungen dieser Art sind nicht unbedingt meins, weil ich nicht unbedingt mich so ganz fein machen mag und schick machen mag. Aber dieser Abend ist sowas von kurzweilig. Ich fand Timo, wie hieß er nochmal? Timo Bob, ne? Genau. Der hat mich wirklich zum Lachen gebracht und das fand ich schon mal hervorragend. Wir sind zu zweit gekommen, mein Mann und ich. Wir haben einen Tisch gefunden. Wir haben uns wunderbar mit den Gästen hier an diesem Tisch unterhalten, die ich nochmal ganz neu kennengelernt habe. Und das Spannende an diesem Abend ist ja, dass sich ganz viele Menschen einfach kreuzen. Und das ist eben das Schöne an diesem Abend. Ich habe Lachs gegessen, das war sehr lecker und Vorgang und Nachspeise war ja für alle gleich und ja, war schön, war ein toller Abend. Sehr lecker, ausgezeichnet. Yeah.